Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Das ist ein kleines Infovideo. Es gibt ein neues CSGO Beta Update. Und zwar ist das diese neue CSGO Panorama Update. Und ich finde, es sieht einfach viel geiler aus als das alte CSGO. Hier kann man auch schön sehen. Also hier sieht man meinen Rang und alles. Es ist viel übersichtlicher. Ne, wie Lobbys und so weiter. Ja, wenn man mal gezockt hat. Freundschaftsabfragen kann man auch sehen. Und ja, das Inventar sieht auch übelst geil aus. Also man kann hier zum Beispiel auf Untersuchen gehen. Und dann sieht man hier direkt, wie schön das alles aussieht. Ich stelle es mal eben kurz auf die Größe, auf die, die Grafikerstellung hoch. Moment. Moment. Damit man auch alles hier schön sieht. So, Änderung übernehmen. So, Moment. Dann kann ich euch nochmal zeigen, wie schön das alles aussieht. Und, ja, hier zum Beispiel auch nochmal. Ne? Also ich habe jetzt nicht die geilsten Skins und so, aber das ist ja egal. Aber auf jeden Fall, ich finde, das Update ist wirklich sehr gelungen. Allerdings kann man leider noch kein Matchmaking spielen. Man kann nur gegen Bots spielen. Aktuell, Overwatch ist auch hier mit drin. Hier sieht man die ganzen Match-Statistiken. Und, ja. Mehr gibt es das eigentlich jetzt im Moment nicht zu sagen. Dota 2 hat das Update ja schon seit 2016. Und für CSGO war es ja auch schon angekündigt, Ende 2016. Aber die haben halt ein bisschen gebraucht. Und ich finde das wirklich sehr schön. Also ich freue mich, wenn das Update final wird. Also auf der, aus der Beta rauskommt. Und ja, es gibt zwei neue Maps. Und zwar einmal Austria und Shipped. Gibt das jetzt hier mit drinne. Und das sieht einfach geil aus. Ich finde es einfach geil. Es macht Spaß. Schön mit anzusehen, dass sich da doch noch was entwickelt. Jo, ich zeige euch mal eben kurz, wie man dieses Beta-Update machen kann. Und zwar machen wir dazu hier einmal so und so. So, genau, so ist das richtig. Also, man geht hier auf Counter-Strike und dann auf Eigenschaften. Und dann geht man auf Betas und dann kann man hier auswählen, also da einmal raufklicken sozusagen, dann kann man dieses Panorama-UI-Preview auswählen. Und dann einmal schließen und dann wird CSGO geupdatet. Und dann hat man dieses neue, also hat man dieses CSGO. Das neue CSGO. Und, ja, mir gefällt es sehr gut. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis dahin, haut rein und ciao.